So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir gehen nochmal zu diesem Konvoi, nachdem wir dort im letzten Part ja gestorben sind. Und wollen wir es einfach nochmal versuchen. Vielleicht klappt's auch nicht. Macht euch bereit! So, los geht's. Erwarten Befehle, schießt dahin, Sir. Feuer! Haltet euch fest! Feindliches Feuer! Achtung, Einschlag! Feuer! Feuer! Zeit und Holz können das noch retten. Feuer! Lassen wir die Haken fliegen und entern. Erwarten Befehle, Captain. Segel setzen, Bewegung. Feuer! Ups. So viele Segel wie ihr könnt. So, jetzt haben wir es ja schon. Zieht sie ran, Matros. Segel einholen. Auf jeden Fall irgendwas zum Erbeuten. Immer wieder geil. Gegnerische Crew töten, gegnerische Kundschafter töten. Das ist top, wenn du Überdenner bist. Also mit der Waffe kannst du ja übelst abgehen, Leute. Ist ja krass. Boah, diese blöden Großen. Mittendrin stehen wir. Mittendrin. Ach, wir müssen ja noch diese Kundschafter töten, wo auch immer die sich befinden, ne? Shit. Komme ich nicht so einfach hin, habe ich so das Gefühl. Suchen wir es halt mal einfach so über diesen brennenden. Aber so müssten wir ja hinkommen. Jetzt. Huh. Jetzt haben wir, glaube ich, ordentlich Kohle gut gemacht, hä? 10.000 Real. Und die nehmen wir in unsere Flotte auf. Ich glaube, das ist das Superschiff. Ja, könnt ihr euch auch wirklich freuen. Ein achtbarer Fang, Edward. Öffnet die Hauptsegel! In die Bugwanden! Na los! So, da liegt noch einer. Alle Segel, sie verträgt das! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln! Jetzt zeigt es! Schiffswrack! Achtung! Und da ist noch ein Schiff, das wir ändern können. Genau auf der Stelle von diesem Bullenhai. Wollten wir? Leesegel einholen! Wir werden sie rammen! Geht sie in die Hölle, ja! So, weil
den nehmen wir jetzt halt, um die Checkdoor zu reparieren. Oh, Crew minus 1. Wie viel soll man da töten von denen? Das ist denn da einer von denen? So. Er ist ja nur so ein blöder Schoner. Schau, die haben auch fast nichts dabei, also das lohnt sich nicht. Da reparieren wir einfach und gut ist. Und harponieren tun wir auch gleich. Wahlboote bereit machen, Jungs. Das macht ja auch immer Laune, finde ich. Vom jetzt halt, wo man es kann. Weiß er schon. Da ist das Vieh. Das ist es. Ruhig jetzt. Festhalten, Männer. Der ist getroffen. Guter Schuss, Captain. Gebt ihm nochmal das Eisen. Shit. Guter Schuss, Captain. Fertig. Armes Viech, tut mir leid. Sieh dir mal das Riesending an. Oh, ein gutes Ding ist das. Ein gutes Riesenfischler. Was für ein Fang, Captain. Wir sind sicher, Captain. Was sind das für Schiffe? Schoner Stufe 8, Kanonenboot Stufe 1. Warum ist das hier eigentlich Sperrgebiet? Marinekonvoi? Geh mal hier mal hin. Aber wir können jetzt Berserkerpfeile herstellen. Müssen wir langsam wieder ein wenig aufstocken, habe ich so das Gefühl. Pff, 23 und 2 Schoner. Alter, wo fährt das Schiff hin? Herr Segelmänner! Komm her! An die Stagen, fangt den Wind! Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Alle Segel setzen! Nehmt die Rahen aus dem Wind! 300 Meter weg ist das Ding schon. Los! Feuer! Ja! Alter, ich möchte bitte mit meinem Mörser schießen. Ja, haltet euch fest! Top! Setzt Hauptrahmen und Marssegel! Feuer! 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 Topsegelreffen! In die Wanden, alle Segelreffen! Gib mir etwas Fahrt! So, komm, entern wir! In den Wind! Zieht mit aller Kraft! Das macht Laune! Jetzt müssen wir die Kundschafter töten. Hat das so weit scheiße, so weit drauf kommen, ne?
Sache komme ich hier hoch. Auf den kommen. Auf den auch. Sehr gut. So, ich hack einfach mal los. Sehr gut. Ich habe mal geschrieben, ich kann Crew-Updates sozusagen machen, Upgrades. Müssen wir auch gleich nochmal nachschauen. 2000 Real und in Canvas Flotte auch aufnehmen. Damals mittlerweile schon, glaube ich, relativ gute Schiffe. Müssen wir jetzt schon ein paar 23er sozusagen haben. Wird sich gut machen in der Flotte. Entschuldigung. Gehen wir gleich mal zur Flotte und schauen wir es uns mal an, was dazu los ist eigentlich. Ja. Hinzufügen. Mehr Docks hinzufügen. Ja. Ja. Neues Dock, ja. Zu meiner Flotte hinzufügen. Jetzt schauen wir uns mal die Flotte an. Also wir haben die, ich sehe hier, den Schoner. Ist halt auf einer Mission. Okay, dann haben wir hier einen Schoner. Dann haben wir hier eine Brick. Noch eine Brick. Also die Devastation und die Santa Luis sind beides Bricks. Die Guadalupe. Hat halt sau viel Feuerkraft. Was ist denn unsere beste Feuerkraft? So, hier die Guadalupe. Ist eine Fregatte mit 32. Das auch. Das sind genau dieselben. Und das ist auch eine Fregatte. Also alle mit 32. Passt. Nee, warte mal. Seekarte wollte ich vielleicht einfach mal anschauen. Entschuldigung. Eine Seeschlacht. Schauen wir mal, ob wir jetzt mit Denner da was reißen. Schmeißen wir gleich mal so ein Ding raus. Entschuldigung, was ist denn heute los? Meine Stimme verkackt die ganze Zeit. Ich hoffe, wir verlieren jetzt an der gleichen Schiff. Luke schießt auf die Fregatte, die muss jetzt auch weg sein. Genau. Und die Experience auf die Brick. Und die Brick überlebt. Darf jetzt als nächstes. Geht auf die Trifuno. Die überlebt es aber auch locker. Und die Guadalupe geht dann auch wieder auf die Brick, logischerweise. Und die ist tot. Und wir haben gewonnen. Sehr schöner Sieg. Bringt gleich mal wieder 60 Steinchen. Wir machen hier nochmal eine Seeschlacht. Gegen zwei eine Fregatte nur und einen Schoner. Experient geht auf den Schoner, der dürfte das nicht überleben, sehr schön. Guadalupe geht auf die Fregatte und die Trifuno darf dann auch nochmal. Wir haben alle eine 230er Stärke, das ist eigentlich echt gut. An sich ist es überhaupt kein Akt, finde ich. Oh, drei Fregatten gegen ein Kanonenboot und einen Schoner. Wow, süß. Die haben halt null Chancen jetzt. Halt. Die Kanonenboote laden halt verflucht schnell nach, also. Muss nichts sagen. Sieg.
Jetzt ist der auch sicher hier. Ist noch gefährlich. Machen wir halt auch mal alles platt. Ach, da müssen wir nicht reparieren, glaube ich. Ich muss schon was trinken, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Okay. Jetzt hat es hier auch nichts mehr. Das ist ja auch sicher. Ah, ne, ist noch riskant. Ja klar, dann machen wir hier nochmal eine Seeschlacht. Jetzt dürfen wir erstmal die Kanonen im Boot wieder so tun, als hätten sie eine Chance. Wenn sie schlau wären, würden sie fliehen. Und das Kanonenboot wird auch nochmal vor uns dran dürfen, sag ich doch. Wieder den Sieg. Jetzt ist auch sicher hier der Status. Ups, ja gut. Gegen einen Schoner, wenn wir vor dem schießen dürfen, ist gut. Sieg! Wow. Spannend. Es wäre cool, wenn die Schiffe irgendwie sozusagen Erfahrung. Bekommen würden. Alter. Wie schnell die nachladen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Na gut, wenn du nur drei Kanonen hast, dann kein Wunder. Na schau, du bekommst 10 Edelsteine einfach mal für so einen Kindergarten. Schauen wir mal. Verfügbar in 6 Stunden. Jetzt tun wir es erstmal reparieren. Kostet echt viel. Kann man die anders auch reparieren eigentlich? Also würden die... Ist ja eigentlich wurscht, wen wir rausschicken. Schicken wir da die Trifuno noch hin. Und da die. Also sind jetzt halt alle auf einer Mission normal. Jo. Jetzt möchte ich mal schauen, ob wir hier irgendwie aussehen kann man halt ändern. Das ist klar. Aber hier Mannschaftsquartiere. Kann eine riesige Anzahl Seeleute auf der Checkdoor untergebracht werden. Okay, das ist nicht schlecht, das machen wir doch mal. Panzerung des Beiboots kannst du noch erhöhen. Stärke der Kettengeschosse. Jo, und sonst nichts. Das passt aber soweit. Captain steuert! Also jetzt sehen wir oben crewtechnisch. Haben wir jetzt dann doch noch irgendwas zu tun. So, versuch mal noch das Ding. An die
anzugreifen. Segel setzen! Hoch, Leute! An die Bramsegel! Ach, wir haben keine Mercer-Dinger mehr. Oh, ob wir es dann schaffen? Stufe 16. Wir werden sehen, Leute. Wir nähern uns einem Fort, Captain. Komm, ich will den Mann noch für die Crew haben. Macht euch bereit! Ausweichmanöver! Scheiße. Schluss ist mit dir. Also das ist halt wirklich eine kleine Ding. Da vorne ist er noch. Oh, was willst denn du Schiff hier eigentlich? Es werden nur so Piratenjäger werden ihnen folgen. Alles klar, von mir aus. Hopp, gib mal mein Gas. Schifflein. Es sind Piratenjäger! Wo? Steuerbord! Riecht nach Beute! Gebt den Wind nach! Wir sind außer Gefahr, Sir. Komm, wir gehen jetzt einfach dahin. Segelreffen raus aus der Bö! Locker trimmen, alle Segel einholen! So, andocken. Alle Segel bergen, Männer! Na, das ist wieder dieselbe Burg eigentlich, vom Aufbau her. Animus-Fragmente sammeln haben wir geschafft. Schön. Oh, wir haben wieder zwei Kugeln, Berserker-Pfeile. Sehr gut. Es läuft bei uns echt gut eigentlich. Wo ist hier die Truhe? Mal du aus dem Weg. Danke. So, haben wir den hier Waffenmeister hier auch noch beiseite geschafft. Jetzt wird es langsam echt super auf der Karte. Jetzt mal schaut. Ist das ja ein legendäres Schiff? Auch noch eins.
Also noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Da wird halt das Meer auch ruhiger einfach. Das ist echt gut. Was bist du für einer? Willst du in Frieden leben, mein Freund? Was hast denn du so? Munition, schwere Kugeln, Hammer. Wir brauchen halt Mörser, Geschosse. So, passt. Betrachte dich als unschuldig. Aha, okay. Marineaufträge brauchen wir jetzt aber nicht eigentlich machen. Sondern, was wir jetzt machen, ist den Part eigentlich so gut wie beenden, ne? Also wir haben hier noch irgendwo ein rotes Symbol. Attentatsziel, düstere Geschäfte. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall noch wegen dem... hier diese Dinger machen. Ne, diese Assassinenaufträge. Was ist denn das hier eigentlich? Tulum? Geldgewinn hoch. Ja, auf jeden Fall, wir würden uns, denke ich, was haltet ihr davon, wenn wir uns die ganzen Forts, wie auch immer, noch holen? Und ja. Also so im Laufe der Zeit, jetzt halt im nächsten Part machen wir die Hauptmission weiter und dann mal schauen, würde ich sagen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht das gut, bis zum nächsten Mal, ich bin's, euer Fleschi. Ciao!